Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute mit dem neuesten Film von der Weltreise, großartige Bilder. Und danach geht es um die Liebe. Wir erinnern euch an den Valentinstag und haben zwei tolle Filme mitgebracht. Viel Spaß! Und wieder habe ich für euch eine wunderschöne filmische Postkarte von AIDA Aura, unserem Weltreiseschiff. Diesmal rund um Afrika. Mark Twain hat einmal gesagt, das Paradies sei nur eine Kopie der Insel Mauritius. Ob das so stimmt, überzeugt euch selbst. Mauritius ist vulkanischen Ursprungs, weswegen man auch mal gerne einen Vulkankrater inmitten von einem Wohngebiet entdeckt. Wir sind jetzt in Kirkpiepstadt, wo wir diese Schiffmodellfabrik haben. Alles, was Sie hier sehen, alles Handarbeit. Auf der Insel finden sich viele Villen aus der Kolonialzeit. Wir besuchen eine ehemalige Zuckerrohrplantage. Und wir kommen hier natürlich rum, also zuerst diese Saft von Zuckerrohr zu probieren. Und danach kann man diese Rum, das wir hier destillieren, probieren können. Auf Mauritius, da leben ganz viele verschiedene Kulturen und Religionen brüderlich und friedlich zusammen. Das kann man auch überall sehen, zum Beispiel bei einem dieser interessanten und wunderschönen Hindu-Tempel. Die Insel hat so unglaublich viel zu bieten. Tolle Wasserfälle, Täler und spektakuläre Erdformationen. Die siebenfarbige Erde ist ein Muss bei jedem Besuch. Wir sind in Südafrika angekommen und jetzt gerade im Chuchlua-Reservat. Wir steigen jetzt in die Safari-Fahrzeuge um und hoffen, die Big Five zu sehen. Löwen, Leoparden, Nashörner, Elefanten und Büffel. Und was wir da sonst noch so für Tiere gesehen haben, die man sonst nur aus König der Löwen kennt, das zeigen wir euch jetzt. Vielen Dank, Caro, und wir freuen uns schon auf euren nächsten Film. Wir hier beim Entertainment sind ja zuständig für die großen Gefühle und wir freuen uns immer, wenn es einen Heiratsantrag gibt. Dieser kam genau rechtzeitig zum Valentinstag. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ja, meine Damen und Herren, Ihre AIDA Stars. Can I have the singers here? All the crew members, come back on stage. Can you now raise the flags? Sieht das nicht gut aus, meine Damen und Herren? Ich brauche noch vier Gastgeber. Habe ich noch Gastgeber da? Wo sind die? Da kommen die von hinten. Oh, das ist ja, wird ja immer geiler, wird ja immer geiler. So. Ah, und keiner weiß, was passiert. Da habe ich. Kommt mal, ihr vier. Genau. Hier. Oh, da. Stopp. Aber irgendwas fehlt. Ach, manchmal. Entschuldigung. Aber so ist das manchmal im Leben. Aber ich bitte Sie mal um einen großen Applaus für die Jennifer Brandstätter aus Wolfenbüttel. Vorsicht, nicht stolpern an der Bühne. Mit wem bist du hier? Mit meinem Freund. Wer ist das? Alex. Wo ist der? Wahrscheinlich kommt er gleich. Meinst du?
Ich weiß es nicht. Ich schau mal, ob ich da jemanden da habe. Das sieht aber gut aus. Alex, das ist deine Bühne. Hallo, liebe AIDA-Gemeinde. Ich möchte euch den wundervollsten Menschen vorstellen, den ich in meinem Leben je kennenlernen durfte. Jennifer Brandstetter. Und ich sage dir, mein Schatz, jeden Tag, wenn ich die Augen öffne, finde ich einen neuen Grund zu leben. Alleine dir in die Augen zu schauen, lässt mein Herz höher schlagen. Ich liebe dich jetzt, ich liebe dich morgen und ich werde es auch auf ewig tun. Mit dem letzten Atemzug in meinem Leben möchte ich dich fragen, möchtest du meine Frau werden? Für Jennifer und Alex! Das Tollste ist es ja, wenn man seine schönsten Erlebnisse mit seinen Liebsten teilen kann. Und da haben wir uns gedacht, zum Valentinstag fragen wir doch mal an Bord, wer eigentlich mit wem verreist. Und ich frage euch jetzt, mit wem würdet ihr am liebsten verreisen? Das könnt ihr heute hier unten posten. Und jetzt gucken wir mal an, was die Gäste gesagt haben. Einen wundervollen guten Morgen. Heute ist Valentinstag. So ist es. Und wir wollten von euch wissen, wie lieb ihr euch eigentlich habt. Wir haben uns lieb. Wie war das noch? Oh, ich liebe dich, Mann. Okay, wie lange sind Sie schon zusammen? 35 Jahre verheiratet. Und zusammen? Fast 40. Sehr schön. Dürfen wir auch noch ein Küsschen sehen? Gibt es noch irgendwas, was du ihr unbedingt schon immer mal sagen wolltest? Dass sie die schönste und perfekteste Frau der Welt ist. Oh. In zwei Tagen sind wir verlobt. Oh, sehr schön. Okay. Wie lange sind Sie denn schon zusammen? Wir? Ja. 21 Jahre. Plus 6. Plus 6? Ach doch, 27 Jahre. Ich hab sie total lieb, weil ich gerne mit ihr zusammen bin und weil sie alles für mich macht. Ich liebe sie, weil ich mit ihr immer so schöne AIDA-Reisen machen kann. Das ist auch toll. Und wie lieb habt ihr sie? So lieb. Wie lieb hast du Mama und Papa? Sehr lieb. Warum? Weil sie die Besten sind. Warum ich mit ihm zusammen bin? Weil es ihnen einfach Spaß macht, mit ihnen zusammen zu sein. Und er das macht, was ich möchte, möchte. Liebe Ella, ich liebe dich, weil du zu mir gehörst, wir schon seit 37 Jahren verheiratet sind und ich immer noch glücklich mit dir bin. Ich liebe meine Frau so sehr, natürlich, weil sie fast ist wie ein Mann. Ne? Extrem unkompliziert und ich kriege nicht ständig eine mit Nudenholz dafür auf den Kopf. Und genau aus dem Grund ist es die perfekte Frau. Warum liebst du sie so sehr? Ja, sie ist hilfsbereit, die ist immer für mich da, für jeden da. Die ist einfach göttlich. Und ein Küsschen. Ich liebe euch alle. Das Valentinstagsteam verabschiedet sich. Und wenn ihr mehr wissen wollt über eure Lieblingsschiffe, über die Lieblingsdestinationen auf der Welt oder wo ihr mit euren Liebsten hinfahren könnt, dann geht ihr am besten ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, die Lieblingsverlockung der Woche. Wir starten in Dubai und fahren als erstes nach Muscat und Abu Dhabi. Es geht weiter nach Salalah im Oman. Von hier nehmen wir Kurs auf das Rote Meer und entdecken Aqaba. Nach der Fahrt durch den Suezkanal machen wir noch Halt in Valletta und erreichen das Ziel unserer Reise, Palma de Mallorca. Und zum Schluss wie immer die tollsten Bilder von unseren Schiffen mit der wunderbarsten Musik von Bord. Und vergesst nicht, hier unten drunter postet mal denjenigen, mit dem ihr am liebsten in Urlaub fahren würdet. Und jetzt wünsche ich euch eine tolle Woche. Okay.